Tag auch. Ja, liebe Vika, du hast mich getaggt zum Thema Hit the Pan. Ich kann dir leider nicht viel bieten, aber ich habe hoffentlich alles gefunden. Ich dachte, da wäre noch mehr, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es wird also ein kurzes Video. Ich habe also eindeutig zu viel. Aber ich stehe dazu. Ich fange mal an mit einer Base und zwar dem Painterly Paint Pot von MAC. Zählst du den dazu? Also ich würde jetzt mal sagen ja. Wenn ich ihn vorher nicht benutzt hätte, wäre es mir gar nicht aufgefallen. Aber seht ihr das? Man sieht unten schon das Pfännchen. Für mich ist das ein Hit the Pan. Falls das jemand nicht kennt, Painterly Paint Pot, das sind eigentlich Creme-Lidschatten von MAC, die man aber auch, wenn man nicht zu ölige Lider hat, da sollte man aufpassen, als Lidschatten-Base benutzen kann. Also Nummer 1. Dann machen wir direkt mal weiter mit Lidschatten, würde ich sagen, oder? Da habe ich von Inglot die Nummer M steht für matt, 330. Das ist der obere hier. Ich kriege den da allerdings nicht raus. Da seht ihr das. Da sieht man auch schon das Pfännchen. Den benutze ich ganz, ganz oft einfach unter der Augenbraue und um gleichzeitig halt die dunklere Farbe so ein bisschen auszublenden. Noch ein Hit the Pan. Davon habe ich mittlerweile allerdings in den ganzen Naked Paletten und so weiter so viele ähnliche Töne. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier. Da und da und in der NAC 2 ist nochmal so ein Ton und in der Smoke sind zwei so Töne. Deswegen, ich brauche sowas nie wieder kaufen. Bleiben wir bei den Lidschatten. Ja, die kriegt man irgendwie am schnellsten, ne, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise, ich sag gleich noch was dazu. Da habe ich, bei dem einen sieht man es nur so ganz bisschen, aber für mich zählt er definitiv. Hier haben wir einmal, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da sieht man, ja, müsste man erkennen, ne? Das ist Patina von MAC. Da sieht man halt, wie gesagt, schon so ein bisschen das Pfännchen. Und daneben, ich habe den Namen vergessen, Concrete. Den habe ich ganz, 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 ganz lange, das ist ja wohl eindeutig, ne? Dass der Hit the Pan ist. Den habe ich ganz, 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 ganz lange für meine Augenbrauen benutzt. Auf einmal habt ihr aber alle angefangen, euch zu beschweren, sie wären zu dunkel. Es war immer der gleiche. Und jetzt benutze ich was anderes. Viel helleres. Weil ihr so geschimpft habt. Jawohl. Dann habe ich noch zwei Gesichtspuder. Und das ist so eine Sache, weil ich gerade sagte, dass man irgendwie bei den Lidschatten schneller durchkommt. Nee, eben nicht. Fiel mir nämlich in dem Moment ein. Gesichtspuder, da haue ich ja auch eins nach dem anderen durch, aber die schmeiße ich dann natürlich sofort weg. Aber wenn ich überlege, wie viel ich da schon aufgebraucht habe oder ja, Hit the Pan hatte. Hier habe ich einmal von Maybelline. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht oder noch nicht. Ich weiß nicht genau, ob wir es in Deutschland bekommen. Instant Age Rewind Finishing Powder. Das ist so ein, ja, halt so ein normales Gesichtspuder zum Setten vom Make-up oder so. Da ist, glaube ich, sogar ein Schwämmchen drin. Ich weiß nicht. Habe ich nie benutzt. Tatsächlich. Ist auch ein Schwämmchen drin. Hat mir Tanja mitgebracht aus Amerika und ich wollte es unbedingt haben, weil ich es gesehen habe im Video von Tiffany D. Und sie meinte, das wäre sehr vergleichbar mit dem MAC Mineralized Skin Finish Natural. Aber ich mag es eigentlich nicht so gerne. Ich versuche das leer zu kriegen, aber es ist schwer. Es ist schwer. Und davon habe ich tatsächlich schon ganz, 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 ganz viele leer gemacht. Das Shiseido Pureness Mattifying Compact Oil Free Compact, was auch immer, Puder. Moment. So. Das ist ja wohl ganz eindeutig. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon in die Kamera gehalten habe. Das ist im Sommer. Oh, mein Nagellack passt voll dazu.
Das ist so in wärmeren Monaten mein Go-To-Puder, getönte Tagescreme und dann das drüber und dann ist gut. Deswegen, also ich benutze das schon über 10 Jahre, glaube ich. Ich habe es mir schon ganz, ganz oft nachgekauft. Ich finde, es ist ein tolles Puder, es macht ein schönes Hautbild. Ich habe es heute auch benutzt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ja, damit wären wir auch schon durch. Das waren alle Sachen. Mehr habe ich nicht. Tut mir leid, Vika. Ich hoffe, du bist nicht allzu enttäuscht. Ich werde dir dieses Video jetzt als Videoantwort posten und hoffe, du bist zufrieden. Und hoffe, dass die anderen, die du getaggt hast, auch mitmachen. Ich weiß gerade nicht, wen ich taggen soll. Ich schreibe das einfach mal unten in die Infobox, falls ich es nicht vergesse. Und ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich muss jetzt ganz dringend was essen. Ich habe unfassbaren Hunger, aber ich wollte unbedingt vorher dieses Video noch drehen, damit Vika glücklich und zufrieden ist. Bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.